Das ist es. Warum sollte Brasi das Schild an einem Ort für entehrte Krieger sein? Er war der ehrenwerteste Krieger, den ich kannte. Das ergibt keinen Sinn. Ich muss einen Weg hineinfinden. Diese Symbole könnten der Schlüssel zum Öffnen der Tür sein. Vielleicht doch nicht. An der Zeit, was das wohl bedeutet. Ich sollte vorsichtig vorgehen. Yeah!
der Zeit, was das wohl bedeutet. Thank you.
Leute hier in der Unterwelt trinken das Wasser der Lethe, um zu vergessen. Wasser, Zeit, Verstand. Ein weiteres Rätsel. Ich sollte zurück zur Tür. Wasser, man vergisst und die Lebenszeit ist verloren. Sehr schlau. Sie werden nach mir suchen. Ich muss vorsichtig sein. Welcher davon gehört Brasidas? Brasidas Schild. Euer Schild, Feldherr. Ich werde niemals den Tag vergessen, an dem ich ihn erhielt. Ich war ein Junge und der Schild war so groß wie ich. Mein Ausbilder sagte, halte ihn hoch, so wie du Sparta hochhältst. Verliere ihn und Sparta fällt. Erzähl, wie ist das Elysion? Nicht so, wie man es sich vorstellt. Es ist... Spürst du auch diese Kälte? Das Elysion ist langweilig. Nicht mehr, seit ich da war. Ah ja. Du hast ein Talent dafür, jeden Ort, den du besuchst, aufleben zu lassen. Du träumst also noch immer vom Paradies. Nun, niemand wünscht dir mehr als ich, dass du bekommst, was du verdienst.
Es freut mich, dass ihr zwei euch gefunden habt. Ab und zu können wir alle etwas Hilfe gebrauchen. Tja, du hast dein Schild. Bist du bereit, dich deinem Feind zu stellen? Das bin ich. Sieh nicht hin, Brasidas. Alles spielt nur mit dir. Vor dir, Deimos! Was geschieht hier? Ein weitaus mächtigerer Feind hat dich besiegt, lange bevor Deimos dein Leben beendete. Deimos war mit dem Zorn der Götter gesegnet. Doch selbst nachdem sie dich erschlagen hatte, hast du es nicht verstanden. Es war nicht Hybris. Ich kämpfte für die Ehre. Du hast Sparta an jenem Tag stolz gemacht. Du hast den Schwur deines Vaters geehrt. Vielleicht auch nicht. Ein Spartaner sollte seinem Mitstreiter vertrauen. Diesmal kämpfen wir gemeinsam. Es wäre mir eine Ehre. Yeah!
war schön, wieder zusammen zu kämpfen. Jetzt heißt es wohl Abschied nehmen. Sehr gut. Die Speere waren die Idee meines Bruders. Poseidon kann ziemlich grausam sein. Ich tat, was du wolltest. Du hast mir das Elysion versprochen. Nicht ganz. Aber du sagtest... Ich sagte, um das Elysion im Tod zu betreten, muss der Sohn Spartas sich dem stellen, was ihn im Leben besiegt hat. Und das hast du noch nicht getan. Ich weiß, das ist alles ziemlich viel für eure kleinen sterblichen Köpfe. Und deswegen werde ich euch helfen. Warum diese Spielchen? Lass ihn doch einfach gehen. Weil die Ewigkeit sehr lang ist. Ihn gehen zu lassen, wäre nicht so unterhaltsam. Nicht wahr? Findet den Wald der Oizis. Die Toten weisen euch den Weg. Der Wald der Oizis. Klingt einladend. Dort verwahre ich die elenden Menschen, die ihr sterbliches Leid durch ihre eigene Hand beendet haben. Wenn ich irgendetwas hasse, dann sind es ungeladene Gäste. Wohin werden uns die Toten den Weg weisen? Ich will euch die Überraschung nicht verderben. Ihr müsst mir einfach vertrauen. Komm, Rasidas. Je eher wir das erledigen, desto eher kannst du diesen Ort verlassen.